Im finnischen Espoo erreicht die Digitalisierung ganz neue Höhen. Hier entwickelt KONE Technology and Innovation Aufzüge, Rolltreppen und Automatiktüren. Technikchef Tomio Pihkala kennt die Herausforderung der Urbanisierung. Our key driver was to really help our KONE people to serve our customers better. By releasing time what they need to spend today at office and spend more time with the customer. Seit Mitte 2015 hat das Unternehmen seine Idee der vernetzten Aufzüge umgesetzt. Immer an der Seite der Finnen ist T-Systems. Damit hat KONE einen IoT-Partner, der die Daten aus den Aufzügen so aufbereiten kann, dass Störungen künftig früh erkannt oder gar vermieden werden. It took some 9 months after we selected the key partners and key technologies to implement things like IoT platform. And we were able to launch the first services and solutions already this year in February. KONE hat seine IT-Landschaft aus den passenden Elementen zusammengesetzt. Dynamic Services for SAP aus der T-Systems Private Cloud, gepaart mit einer IBM Watson Cloud und einer Salesforce Service Cloud. Die Herausforderung? Die unterschiedlichen Systeme müssen ideal aufeinander abgestimmt sein. The benefits are that when the services are moving to the cloud-based solutions, it's going to be much more flexible, fast and agile. We will benefit from the roadmap and new functionalities coming from different cloud services. Und wie schützt das Unternehmen seine digitalen Plattformen? The cybersecurity is very important matter in IoT space. We decided to really look at this in a holistical manner. Beim Einsatz vor Ort gelangen die Servicetechniker ganz bequem an die sensiblen Informationen der vernetzten Sensoren. They have a so-called field mobility solution, so mobile application, where they can get the information about the customer's project, equipment, what are the possible problems, and also advise how to solve the problems and how to order spare parts, for example. Mit Methoden und Produkten der Digitalisierung unsere Städte lebenswerter machen. Das ist das Ziel von KONE bei der Kooperation mit T-Systems. Tomio Pihkala prognostiziert eine entspannte Zukunft. Well, I believe that when person enters the building, the building will know who you are, what do you need, what kind of preferences you are, what kind of music you like, where you are heading. So it's going to be much more personalized, much more contextual, and you know, something hassle-free. Tomio Pihkala ist sicher, dass die Automatisierung jeden Menschen in seinem Alltag entlasten und ihm Zeit sparen kann. Künstliche Intelligenz kann hier helfen. So eventually you have AI, which is sort of advising on real-time basis what you should do, and it's going to happen with a different way than before. I believe that the era of mobile applications as we have today will be over. There will be much less applications eventually.